Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man die Rasenrobotermesser wechseln und somit natürlich auch die Ersatzklingen beim Mähroboter richtig tauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze bei meinem Modell von Works, jedoch funktioniert es bei anderen Herstellern relativ ähnlich. Und zuerst einmal ist ganz wichtig, dass dein Mähroboter auf jeden Fall ganz ausgeschaltet ist. Bedeutet, in meinem Fall habe ich hier mal den Ausknopf, den drücke ich auf jeden Fall und sicherheitshalber würde ich dir aber auch noch empfehlen, dass du einfach einmal noch den entsprechenden Akku rausnimmst, dass natürlich beim Messertauschen auf gar keinen Fall irgendwie diese angehen können. Im nächsten Schritt müssen wir unseren Mähroboter mal auf den Rücken legen und hierbei gerne etwas unterlegen, dass natürlich die Oberseite von diesem jetzt auch nicht zerkratzen kann. Auf der Unterseite befinden sich dann auch schon unsere rotierenden Klingen und ich würde sicherheitshalber trotzdem noch relativ dicke Handschuhe anziehen, da natürlich die alten Klingen an ein paar Stellen immer noch sehr scharf sein können. Und wenn wir das gemacht haben, dann einfach mal mit einem passenden Schraubendreher hier unten hingehen, mit der einen Hand den Drehteller etwas festhalten und wir können auch schon die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn einmal lösen. Die alten Klingen sind ab und jetzt wäre ein super Zeitpunkt, den Rasenroboter von unten mal sauber zu machen. In meinem Fall für das Video werde ich aber nur mal hier die entsprechenden Stellen bei meinen Klingen etwas abbürsten, dass natürlich danach die neuen Klingen auch wieder ordentlich drauf passen. Die neuen Klingen kann ich ganz einfach auf meinen Drehteller drauf geben, danach schon mal mit den entsprechend neuen Schrauben auch probieren, dass diese anpacken. Das schaut super aus und danach mit dem entsprechenden Schraubendreher wieder festdrehen. Laut Work sollten wir die Klingen übrigens für ein optimales Mähergebnis circa alle zwei Monate wechseln, wenn der Mähroboter täglich fährt. Hierbei gibt es aber auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Größe von einem Garten oder ob auch ab und zu mal kleinere Äste von irgendwelchen Bäumen auf dem Boden rumliegen. Jetzt den Roboter aber erstmal wieder richtig rum auf die Wiese setzen, unseren Akku dementsprechend wieder in den Roboter hineingeben. Und er kann auch schon wieder an die Arbeit und somit haben wir jetzt auch die Messer von unserem Rasenroboter richtig gewechselt. Wenn du dir übrigens hochwertige Ersatzklingen für deinen Mähroboter, egal welches Modell zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.